32 Angler. Yeah! 16 Boote. Richtig geil, Alter. 9 Nationen. Yeah! 3 Zielfische. Ui, 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 ui. 2 Zonen. Oh, das ist so böse, ey. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Und der Anglerschmiede. Dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zurück beim YPC Boat 2023. Heute zeigen wir euch die zweite Hälfte des ersten Angeltages in Gruppe C. Die letzten Fangergebnisse haben gezeigt, dass es am zweiten Tag im Volkerhag und im Haringfleet schwierig werden könnte, tagsüber einen Zander zu fangen. Deshalb haben sich die Teams bisher vor allem auf diesen Zielfisch konzentriert. Savage Gear geht als Tabellenführer in die zweite Tageshälfte. Tom Heyer und Andy Brecker haben mutig taktiert, sofort die Power Hour genutzt und so bereits nach 30 Minuten 2 gute Zander beim Pelagen erwischt. Anschließend konnten sie mit deutlich weniger Druck weiterfischen und neben einem weiteren Zander auch noch einen Hecht in die Wertung bringen. Auf dem zweiten Platz liegt Neuke, gefolgt von Ilex und Bullseye. Während das viertplatzierte Team mit Markus von Oi und Robin im Kampf immerhin ein kleines Exemplar fangen konnte, steht Ilex mit Marc Patschowski und Gael Even als einziges Team noch ganz ohne Zander da und wird sich in der zweiten Hälfte auf jeden Fall etwas einfallen lassen müssen. Nach einem etwas holprigen Start mit 2 Fehlbissen und einigen Fischen, die kurz vor dem Boot abgedreht sind, konnte Neuke mit Dennis Uecker und Christian Jülke erst kurz vor dem Pausenpfiff mit einem 76er Zetti den bisher besten Fisch des Tages landen und sich so auf den zweiten Platz katapultieren. Genau an diesem Punkt steigen wir wieder ins Geschehen ein. Auf der Karte ist zu sehen, wo sich die Teams zu dem Zeitpunkt befinden, als sie die Nachricht von Dennis Fang erreicht. Hey Markus, die haben noch einen 76er Zander gefangen. Ja. Dennis, dickes Petri erstmal an Dennis. Not bad. Well done, not bad. Petri, und hör auf damit! Hör auf damit, das reicht jetzt. Der Außerplan hat sich leider gar nicht ausgezahlt bis jetzt. Jetzt machen wir nochmal Spotwechsel, probieren irgendwie noch die Zander zu kriegen. Und wenn wir das schaffen sollen, dann gehen wir wieder zurück zum Trauplan. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir hier große Fische fangen können. Bis jetzt leider nicht in dem Zeitraum. Wir brauchen den Zander, um ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Damit wir die auf jeden Fall voll haben. Und fahren jetzt noch mal ein bisschen tiefer. Als erstes sind es 6 Meter. Mit der Hoffnung, dass das funktioniert. Meinst du, haben sie den gescoped? Ja. Ich meine, das können sie auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der gescoped ist und nicht geworfen. Christian hat ja im Training schon die Zander im Freiwasser gefunden. Demnach werden sie es jetzt angefischt haben. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, die zu werfen. Das probieren wir jetzt nochmal. Da liegt Markus aber daneben. Die Power Hour bzw. die Möglichkeit, gezielt zu pelagen, behalten sich die Jungs von Neuke noch in der Hinterhand. Momentan scheint es aber so, als liefe es auch beim Werfen weiterhin gut. Weil Dennis nach dem Zander-Drill aber sein Vorfach neu binden muss, ist er in einem entscheidenden Moment kurz abgelenkt. Fisch. Dicker Barsch. Ab. Nein, ey. Nein. Ja. Dicker Barsch? Ja. Hast du ihn gesehen? 45 plus. Nein. Der war hier schon oben. Hier an der Oberfläche. Da. Nein. Ja, der ist nicht allein, ich werf gleich noch mal hinterher. Scheiße. Hätte es geholfen, wenn ich mit dem Kescher eher da gewesen wäre? Den hätte man gehabt. Meinst du echt? Der war schon da, oben an der Oberfläche am Boot. Dann hat er auch kurz vorm Boot gebissen, ne? Nee. Du warst zu langsam, mein Freund. Das kann ich gar nicht sagen, ich war so schnell. Ich war wirklich super schnell. Ich war so schnell,
Ich war schon vorm Anbiss ready. Ne, Jochen hat's doch gesehen, ey. Jochen? Jochen? War er schnell genug? Ich hab die Route an. Eine einfache Bewegung mit der Kamera reicht uns. Alles klar. So ein bisschen. Ja. Super, ey. Super. Ah. So, das sieht doch wunderbar aus. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, hier sind wir. Ich habe mich kaum bewegt. Ich habe nur auf dich gewartet. Das ist aber lieb von dir. Ich bin ja fair. Ich bin fair, Dennis. Es wäre auch schlimm, wenn nicht, weil... ich wäre halt schneller mit dem Kescher gewesen, aber ich bin trotzdem fair. Muss man sich das nur anhören hier. Frechheit. Fragwürdig, ob die paar Sekunden hier einen Unterschied gemacht hätten. Es ist trotzdem schön zu sehen, dass das Kescher-Malheur der Stimmung auf dem Boot von Team Neuke keinen Abbruch tut. Ein gleichsam sehr harmonisches Team ist inzwischen am nächsten Spot angekommen. Eine altbekannte Stelle, aber liegt voll auf dem Weg. Haben wir gerade kurzfristig entschieden, ein paar Würfe zu machen. Manchmal steht oben drauf ein schöner Hecht. Und unten an der Kante hoffentlich noch ein beißwilliger Zander. Durchschnittsgröße ist hier in Ordnung. Nicht ganz so gut, aber Hauptsache Zander. Der Spot, den wir gerade fischen, da sehen wir hier die Steinschüttung, die Hafeneinfahrt, und die läuft hier unter Wasser noch ein Stück weiter. Gleichzeitig fällt es hier links und rechts davon nach außen hin ab. Stehen immer gerne mal ein paar Zander dran im tieferen. Im flacheren kann man immer ein Hecht fangen. Und das Ziel wäre jetzt, hier noch einen Zander zu kriegen. Hatten wir die Tage hier auch. Aber wir investieren auch nicht allzu lange. Machen hier ein paar Würfe, entweder kommt einer oder nicht. Sonst geht es weiter auf den nächsten Spot. Auf den ersten Blick sieht der Platz jedenfalls sehr zanderverdächtig aus. Ilex hat derweil eine längere Fahrt auf sich genommen, ist an allen anderen drei Teams vorbeigefahren und probiert es als nächstes in der Meerwede, wo sie schon im letzten Jahr sehr erfolgreich waren. Wir haben ein Stück Fahrt hinter uns. Wir sind jetzt ein ganzes Stück in den Fluss gefahren und versuchen jetzt hier mal ein Hecht zu fangen oder zwei. Mit dem Zander war ja nichts. Eigentlich war ich mir da, oder wir uns, relativ sicher am Morgen, dass wir da zwei, drei Zander fangen können. Immerhin haben wir einen Hecht gefangen und einen Barsch. Jetzt sind wir an unserem Hechtspot angekommen, machen jetzt hier eine lange Drift an der Uferkante entlang. Das ist so ein kleines Drop-Off mit Krautbewuchs im Flachwasser. Und erhoffen uns hier ein, zwei Hechte. Sagt sich immer so leicht. Mal gucken, ob es dann auch so eintrifft. Und wenn das nicht funktioniert, fahren wir wieder zurück ins Hollandsdieb und werden dann am Nachmittag nochmal versuchen, ein bisschen auf Barsch und Zander zu angeln an den Kanten. Da kann natürlich auch immer ein Hecht mitkommen, wie man heute Morgen gesehen hat. Und hoffen, dass wir noch ein paar schöne Fische fangen heute am ersten Tag. Wir haben zwar noch Tag 2, aber man will natürlich mit möglichst vielen Punkten in den zweiten Tag starten und nicht unbedingt ganz hinten liegen, was die Platzierung angeht nach Tag 1. Aber was man sich auch merken sollte, der Feind kommt immer von hinten, von daher weitermachen. Keine einfachen Bedingungen. Während die Sonne knallt, powern die Teams durch. Immerhin geht ein bisschen Wind übers Wasser. Ob das dabei hilft, doch einen Fisch frühzeitig aus der mittäglichen Verdauungsphase zu holen? Was denkst du? Ein Barsch. Kommt. Der kommt. Das rennt. Ja, Der ist gerade schon Kuchen gekommen. Das ist der Kuchen gekommen. Der ist sehr, sehr groß. Der kotzt doch alles aus, was er hat. Krebse. Boah, da sind richtig fette Krebse drin. Ja, der gleiche Köder. Original Keilchen mit dem Camper. Scale ist schon nass. Scale ist schon nass. Vorne dran. 47. Check. Ja.
Ja, wir haben uns nach dem Drift dann nochmal entschieden, einen Spot anzufahren, an einem Buhnenkopf den einmal abzufischen, flachen auf eine gute Kante. Und ja, da ist hier ein traumhafter Barsch eingestiegen. Und ja, kann kaum besser laufen gerade mit dem Fisch. Ne? Ja, also die fangen jetzt zu fressen an. Mal gucken, ob wir noch ein paar mehr kriegen. Genau. Traumhafter Fisch, ey. Ja, wenn wir jetzt hier noch 2-3 Barsche fangen, dann was machen wir denn an unserem Donnerstag, wo wir Steinpackung ballern? Noch mehr Barsche fangen, Alter. Noch mehr Barsche fangen. Aber auch beim Abfallen, ne? Also ich habe wieder bis an die Kante gezuppelt. Mhm. Und an der Kante habe ich ihn rollen lassen und dann angejiggt, ne? Also angekurbelt wieder. Ja, das wollte ich ja jetzt mit dem Jig machen, deswegen habe ich auf den Jig gewechselt. Die Kante mal runterjiggen. Na, mal gucken. Läuft da gut. Hast du schon gepostet in die Gruppe? Jo. Okay. Stand da noch was drin, was anderes? Nö. Bei den anderen geht nicht viel. Für Christian und Dennis läuft es dagegen. Mit diesem Superbarsch springen sie sich in Reichweite zu Savage Gear und könnten mit einem weiteren Fisch die Tabellenführung übernehmen. Andy zeigt sich beeindruckt. Ja, kam gerade die Nachricht rein. Neuköll 47er Barsch. Hut ab. Das zu der Zeit, gerade wirklich Mittagszeit, sehr, sehr zäh bei uns. Den könnten wir jetzt auch gut gebrauchen. Aber wir bleiben natürlich dran und zur allergrößten Not fangen wir die Barsche am zweiten Tag. So, ich fische jetzt hier die Custom Predator mit 100 Gramm und einen relativ kleinen Köder dafür. Warum mache ich das? Weil er zum einen hier sich sehr, sehr gut führen lässt, diesen Crank. Und zum zweiten hat er den Vorteil, dass momentan die Beutefische der Räuber relativ klein sind. Wir sind jetzt hier im Sommer, dadurch sind die generell sehr klein und von da passt er optimal zum Beuteschema. Hat auch schon sehr gute Fische gebracht im Training und als Rolle nutze ich die SG10. Lässt sich damit super werfen und ist eine super Kombo hier zum Fischen. Wir machen jetzt Powerfishing, werfen relativ schnell und fischen das Bereich halt durch, um aktive Fische zu finden. Ich mache mal ein hechtsicheres Dropshot, klar, weil wir wollen keine Punkte verlieren. Und vielleicht bringt es was, wenn die Zander ein bisschen länger Zeit zum Gucken haben. Aber generell haben sie einfach jetzt da nicht so Bock an den Stellen. Also das hat bis jetzt gechickt eigentlich immer recht zuverlässig geklappt. Dropshot sonst am liebsten so dünn und unauffällig wie es geht. Aber hier im Turnier fische ich in 1x1 Titan. Einfach um sicher zu sein, dass wir sicher keinen Punktabzug von den Hechten kriegen würden. Dropshot Hooking gibt es verschiedenes. Jetzt mit dem langen Aberdeen könnte man den auch wie ein Jig fischen. Aber ich habe da öfters die Erfahrung, dass dann beim Biss der Schwanz über die Spitze geht und am Schluss faul hookt. Und wer kennt es nicht beim Reinkurbeln, wenn das Ganze sich um die eigene Achse dreht. Und am liebsten fische ich Dropshot tatsächlich genauso. Egal ob Offset oder nicht Offset, die Spitze leicht vorne raus, der dreht sich auch so noch tiptop weg. Man kann sogar, wenn man jetzt eher in Kraut und Struktur fischt, kann man den minimal weiter hinten pieksen und dann die Spitze leicht versenkt lassen. Weil beim Biss und respektive beim Anhieb ist ja immer Druck auf der Spitze und dann geht der Haken schon rein. Aber so dreht sich die Montage nicht um die eigene Achse beim Einholen und der Köder hat tiptop das Spiel. So die Theorie. So we try to fish slowly on the at the top of the drop off, and I'm going to try the boomer, the heavy one, 21 grams, to fish deeper and faster, just to have reaction strike. I will see. We have to try because no bite, no fight. Es kam jetzt auch nicht mehr viel in der Gruppe an Fängen, also eigentlich gar nichts mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Zugucken ziemlich langweilig ist. Aber für uns ist es gerade ganz gut, dass die anderen nicht noch weiter vorrutschen, punktemäßig. Von daher sind wir ganz froh, dass es gerade bei dem anderen auch ein bisschen ruhiger ist. Bei uns knallt es hoffentlich gleich. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht gekeschert. Guckst du dir auch? Ich mache hier meinen Lunchbreak. Das war ein knüppelharter Biss. Ich mache jetzt hier meinen Lunchbreak. Auf dem Free Rig. Hier, Mann. Ich bin sofort am Start. Ich würde nur noch kurz meinen Salat aufessen, wenn das okay ist. Ich mache noch einen Unterhand-Pitch-Smitch-Wurf.
Ich warte auf dich hier. Auf dem Spot. Du rennst nicht weg. Oh, der hat richtig schön reingehauen, ey. Mhm. Ist alles drin, was du brauchst in dem Salat. Ist so. Fehlt nur noch Bier. Deswegen, ich sag auch. Also ich bin auch der Meinung, das können die richtig gut, sowas hier. Aber mit dem Brot, das habe ich noch nicht verstanden, warum die das nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber wieso? Das ist doch nicht so schwer. Das alles so ist Weißbrot, das Labberige und. Ich finde, ein paar dunkle Brötchen gehen. Hast du Süßigkeiten eingepackt? Nee, aber das habe ich mir heute echt aufgeschrieben. Das gehen wir heute noch holen, weil ich jetzt so Bock auf die Haribos. Ich habe gestern welche gekauft. Ach was. Ja, ich meine jetzt aber nicht hier Pickup oder sowas. Ich meine hier so eine Tüte Haribo, weißt du? Nicht hier so ein. Ich hätte jetzt nichts gegen Pickup. Würde ich auch nehmen. Ein Kloppers wäre auch nicht schlecht. Aber ein Pickup Haribos fände ich schon noch besser tatsächlich. Oh, hoffentlich kommt das da nicht rein, ey. Weißt du, der Dicke. Irgendwie müssen wir die Siesta ja überbrücken. Während Christian und Dennis geschickt Süßwarenprodukte platzieren, hat Ilex das kurze Flussintermezzo schon wieder aufgegeben. Bei uns stand jetzt der nächste Spotwechsel an. Einer von vielen wir heute. Hecht war leider nichts. Weiß auch nicht so recht, was heute los ist. Ich meine, es wird jetzt auch nicht. Ich meine, es wurden echt gute Fische gefangen, aber es wird jetzt echt nicht viel gefangen. War die letzten Tage auch so eigentlich. Also es haben sich alle beschwert, aber wir hatten wie gesagt immer Fisch. Aber heute ist bei uns auch der Wurm drin. Wir sind jetzt zurück im Hollandsteep. Wir sind jetzt wieder an einem Spot, wo wir ein bisschen Zander angeln werden. Wenn die nicht so lange machen, irgendwie 10 Minuten oder was, das ist ein sehr kleiner Spot, kleine Kante. Wenn nichts kommt, fahren wir wieder an die anderen Drop-Offs und fangen da, wo wir heute Morgen waren, und hoffen, dass da heute die Fische, oder jetzt im Nachmittag, die Fische aktiv sind. Für Ilex geht es wohl mit Spot-Hopping im Hollandsdieb weiter. Bei Neuke haben währenddessen wieder alle Teammitglieder die Route in der Hand. So ein richtiges Spritzer-Inferno würde ich jetzt nehmen. Zwischen 60 und 75. So eine richtige Hechtflötenparade. Erstmal zwei in der Wertung, das wäre ein Traum. Fisch. Was ist es? Hecht, das ist der Hecht. Oh nein, 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 nein. Das ist der Hecht. Das ist der Hecht, Alter. Das wäre so geil. Das ist der Hecht. Das ist der Hecht! Ich sag doch, das ist der Hecht. Komm her, du Sau! Nein! Der ist drin! Jawohl! Wir haben den Hecht! Ich hab ihn schon gesehen. Das ist der Hecht. Das ist der Hecht. Jawohl, du bleibst drin. Mal die Rute runter. Zange. Ich halte so lange fest. Oh, ist der wichtig. Der ist so wichtig. Der ist so wichtig. Ich halte kurz Dennis Fisch, damit der Kleine so schnell wie möglich wieder reinkommt. Neun, 59. Ich denke, der wichtigste Fisch des das Tages. Das ist wirklich der wichtigste Fisch, der hat uns wirklich viel Bauchschmerzen bereitet, der Hecht. Wir hatten im Training zwar größere Fische, haben uns hier aber echt schwer getan. Ja, im Training gab es 1,11 Meter und 1,14 Meter, aber halt sehr wenig. Und deswegen sind wir sehr zufrieden. Full Card. Erstmal mit den Fischen, jetzt kommt noch die Anzahl dazu und dann gucken wir mal. Genau, das war echt wichtig. Super. Zurück mit dem Juten. Sehr geil, sehr geil. Dennis, bester Mann heute. Super, super. Oh. Hoffen wir, dass deine Schwester auch noch da steht. Das fällt mir echt ein richtiger Stein vom Herzen. Wirklich wahr, ey. Ich schreib schnell. Den haben wir gebraucht, der Plan war gut, der ist aufgegangen, alles richtig gemacht, wirklich. Wir hatten einen Plan und keinen Plan B und Plan A ging Gott sei Dank auf. Flöte auf Ansage. Wobei wir dem Hecht hier kein Unrecht tun wollen, denn mit 59 cm hat er haargenau die richtige Größe, um seine Fänger mit 0,7 Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze zu bringen. Nach der taktischen Meisterleistung am Vormittag bräuchte es langsam mal wieder einen guten Einfall bei Savage Gear. Ja, wir sind jetzt noch mal an einen Platz gefahren, wo sich extrem viel Futterfisch aufhält. Ist relativ tief, weil flach ging ja nun mal leider nichts. Wir sind jetzt hier auf dem Plateau, es ist so 6 bis 7 Meter tief. Unfassbar viel Köderfisch, wie gesagt. Und zwischendurch sieht man auf dem Sidescan oder auch auf dem normalen Echo immer wieder große Fische. Gerade hat man sogar beim Durchschwimmen genau erkannt, dass ein Hecht ist. Und der war groß. Und wir waren auch gestern schon hier im Training und hatten verschiedene Bisse.
Mal sehen, heute Fisch ist immer da, das sieht man, aber beißen ist nicht so angesagt. Trotzdem, einen fangen wir noch, Tom, oder? Einen ja. Noch. Sehe ich auch so. Unbedingt. So, wir haben jetzt nochmal kleinere Variante gewählt. Jetzt Motoreulen der Form. Passend bei so einer Sonne eigentlich ganz immer eine gute Farbe. Hat gestern auch gut funktioniert. Ziemlich klein, der Fett Minnow. Und ja, den versuchen wir jetzt mal hier, dass wir noch einen Fisch kriegen. Vielleicht noch einen Barsch, wäre super. Also wir bleiben dran, geben alles. Das haben wir heute alles gegeben. Ich sag's dir. Während Thomas jetzt auf den Barsch abgesehen hat, warten Marc und Gael immer noch als einziges Team auf den ersten Zander. Die Sonne steht inzwischen senkrecht am Himmel und plötzlich ist die Rute von Marc krumm. You think it's brim? No. No, it's on there. No. Okay. It's a good fish, I think. Yeah, right? Yeah, not bad. Yeah. Oh, finally. Finally. What a relief. First under. And a good one. Yeah. Very good one. Oh. Boah, Leute, hey. Well, not that big. It is. To go down there. 63.5. So it's 64. Ja, Leute. Schöner Zander. Es sieht aus, als wäre der schon mal im Netz gewesen. You see this? It look like a net, eh? Again. Ja. Yeah. Schöner Fisch. Den lassen wir jetzt gleich mal schwimmen. Und auf Wiedersehen. Yes. Okay. Back in the game. Back on track. Unser allererster Adventskalender. Einige exklusive Produkte, Warenwert von ungefähr 160 Euro. Die Türchen allerdings, viel Luft nach oben. Hier gab es dann keine einzelnen Gummis mehr, ein Warenwert von immerhin 170 Euro. Und das war auch die Geburtsstunde der goldenen Tickets. Der hier war schon deutlich besser. Erstmalig 24 exklusive Produkte. Ein Warenwert von über 180 Euro. Den Kalender habt ihr schon richtig gefeiert. Mehr Hardbaits und ein Warenwert von sage und schreibe 200 Euro. Euer Feedback zu diesem Kalender hat uns richtig glücklich gemacht. Und jetzt kommt 2023. So viele Marken, so viele Köder, so viele Hardbaits, so viel Warenwert wie noch nie. Und seit 2019 keine einzige Preiserhöhung. Wir haben Jahr für Jahr dazugelernt, deswegen wird dieser Adventskalender unfassbar geil. Kleiner Tipp von mir, je früher ihr vorbestellt, desto größer die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen. Also fix ran an die Tasten, den Link zum Kalender findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, wieder ordentlich Booster drauf. Kann man auch mit dem Finger ein bisschen verreiben. Und dann entweder beim Co-Angler oder beim Kameramann in die Latzhose schmieren. Mach mal die eigene. But not a hard strike. No? No. Of course, I felt it, but
Ja. Was ist das? Boom. Marc. Zander 64. Ah, der ist richtig wichtig für Marc. Also Zander brauchen sie, sonst wird es, glaube ich, richtig schwierig. Ja, Glückwunsch an Marc. Also wir hatten ja auch ziemlich einen Lucky Punch. Also so auf Zanderangeln im Flachen mache ich jetzt auch nicht. Aber wir hatten das Glück und konnten sie gleich fangen. Glückwunsch. Christian hat recht. Extrem wichtiger Fisch für Gael und Marc und nicht ausgeschlossen, dass der Nitro-Booster bei diesen Bedingungen den Unterschied gemacht hat. Tom setzt nicht so sehr darauf, den Appetit der Räuber anzuregen, sondern versucht es vielmehr mit gezielter Provokation. So, einen kleinen Köder probiert, aber wollen sie nicht. Wir testen mal einfach jetzt nochmal einen größeren, hier einen Crafty Crank in 14,5 cm. Vielleicht für der so dementsprechende Aggression bei dem Räuber, dass er, wenn er schon nicht fressen will, zumindest gestört wird von dem hier vielleicht und dann trotzdem zupackt. Also, wir geben Gas und versuchen alles. Alles? Genau, darauf liegt die Bezogenung. Ist das wirklich alles? So, jetzt hier wieder auf Hardbait, lange Tauchschaufel, ich will tief runter, man sieht's. Wir versuchen jetzt hier irgendwelche Reaction unter Wasser zu erzeugen, einfach nur, vielleicht will er kurz verdrängen, beißt schnell drauf, ihn kurz fressen und werden den direkt über den Grund ziehen mit Grundkontakt und hoffen jetzt so den fehlenden Zander noch zu überlisten. Markus bleibt gerade beim Altbewährten, hat ja schon einmal Fisch gebracht, sollten wir also nicht von abweichen, einer kann ausprobieren. Ich variiere jetzt auch mit der Köderführung ganz schnell. Super langsam zwischendrin stehen lassen, mal twitchen, alles was mir so einfällt. Der Spot, den wir jetzt gerade fischen, ist quasi eine Mündung vom Fluss in das Großgewässer hier. Und wir haben hier eine Innenkurve, aber untypisch für eine Innenkurve, hier haben wir ein sehr tief ausgespültes Loch. Das heißt, mit dem Boot stehen wir so auf 5 Meter, 6 Meter, da wird es dann so 5,5, vielleicht 4,5 sogar. Und hier, dieses Loch macht hier so eine Kurve, also wir sitzen quasi in dieser Kurve drin und werfen jetzt diese Kante entlang und führen die Gummis ganz langsam über den Grund, schrubben die fast schon über den Grund und ja, die Zander, die da unten liegen, wie wir eben gesehen haben, packen dann auch mal zu. Ich hoffe, es kommt hier noch ein oder zwei. Wenn nicht, wir werden hier nicht mehr so lange machen, wenn hier jetzt auch ein Fisch kam. Aber ich glaube, wir fahren dann noch mal weiter ins Großgewässer rein und versuchen da noch so ein paar Drop-Ups, wie gesagt, die wir heute Morgen gefischt haben, die keinen Fisch gebracht haben leider. Aber wir hoffen, dass durch den anderen Wasserstand, durch die andere Strömung, die Fische da jetzt vielleicht ein bisschen aktiver sind und wir so noch ein, zwei Fische fangen können. I've been giving you the wish. Now you wanna stay tonight. Der nächste Spotwechsel steht an, wird nicht der letzte für heute sein. Wir halten jetzt kurz da vorne an so einer Öffnung von so einem Flachwasser an. Da hatte Gail im Training einen schönen Fisch als Nachläufer, der ihn auch kurz attackiert hat, den Hecht, aber der ist nicht hängen geblieben. Da werden wir jetzt 10, 20 Würfe machen und dann werden wir nochmal 2, 3 so Kanten, solche Drop-Offs anfischen und versuchen da noch irgendwie einen Zander, einen Hecht rauszukurbeln. Die Zeit rennt, es sind nur noch 1,5 Stunden Zeit zu angeln, aber in anderthalb Stunden kann viel passieren beim Angeln. Von daher, wir sind motiviert, los geht's. Ilex klappert weiterhin fleißig verschiedene Spots ab. Bullseye hat sich hingegen dazu entschieden, die Power Hour zu nutzen und auf unliebsame Angelmethoden auszuweichen. Wir haben jetzt kurz mit dem Scope geguckt. Es hatte am Anfang ein bisschen Fisch unten, danach lange nichts. Heißt, für uns belagen wird sich nicht lohnen. Jetzt geben wir aber dem Wobbler einen Versuch. Wir schleppen jetzt hier ganz tief laufende Wobbler in der Hoffnung, dass wir so einfach einen Zander zum Reaktionsbiss verleiten können. Natürlich auch echt und Barsch möglich. Zwei unterschiedliche Dekore. Improvisation ist alles, ne? In diesem Moment. Ja. Sind jetzt nicht die Favoriten an Schleppködern, aber
Naja. Ich würde mal sagen, Schleppen ist auch nicht unsere favorisierte Technik, nee. Aber der Not frisst der Teufel fliegen oder ein Zander. So, auf geht's. Zeit läuft. Bremse noch kontrollieren, dass die nicht zu stark ist. Nicht, dass dann der Fisch gleich wieder ausschlitzt in der Fahrt. Perfekte Schleppruder, da gibt es ganz verschiedene Ansichten. Meiner Meinung nach muss die Spitze nicht zu hart, oder darf die Spitze nicht zu hart sein, besonders wenn man Hardbaits schleppt zum einen oder zweitens, wenn man mit Zeitplanern fischt. Beim Hardbait hat man das Problem, dass die nicht mehr so schön laufen, außer man würde Mono fischen, was aber auf die Distanz dann auch meistens wenig Sinn macht. Und beim Seilplan ist das Problem, wenn die Spitze zu hart ist, dann so wie heute mit ein bisschen Welle, kann es dann sein, dass der Seilplaner Clip, die Schnurclips auslösen, nur von der Wellenbewegung. Von dem her, ja, eine weichere Spitze, relativ durchgängige Aktion, aber hinten dann doch deutlich mehr Power als vorne, dass die eben die Wellen und Vibrationen vom Köder puffert. Das ist jetzt Fisch on. Ne. Ist schon wieder ab. War am Köder, aber ist wieder ab. Weiter geht's. Ja. Genau. Die Route hier als Hardbait-Route, die macht grundsätzlich alles mit. Also Twitchbait, Crankbait ist gerade so der Spagat. Da haben wir versucht, mit einer Route alles abzudecken. Und natürlich kann man mit der auch schleppen. Das Boot von Bullseye schaukelt ganz schön. Bei Savage Gear ist dagegen alles ruhig. Zumindest bis jetzt. Ja. Hier ein kleiner Hecht sein, das ist egal. Ja, kriegen Hecht. Nicht springen, nicht springen, nicht springen. Lass ihn. Ja, eingenetzt. Oh ja, Mikro. Geil. Ja, geil. Hast du noch eigentlich? Sehr gut. Ich werf nochmal weiter, vielleicht kriegen wir noch einen. Ja, wirf du weiter, ich park hier. Vorne liegt er an. Glatte 60 können wir heute, Tom. Ja. 60 confirmed. Wunderbar. Schöner kleiner Spritzer. Heute die Standardgröße unserer Fische, 60 cm. Besser als nichts nach diesen Stunden ohne Biss. Das ist der Start einer ganz großen Beißserie jetzt. So, jetzt kam dann doch noch einer im Kraut, klein, aber fein für uns, gibt letztendlich auch Punkte. Und ja, wir bleiben jetzt noch einen Moment noch hier, versuchen vielleicht noch einen rauszukitzeln. Wäre ja schön, wenn noch einer beißt. Da ist er. Ist er mein... Ja, ja, komm, 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 Kescher. Ist nicht groß, aber egal. Ich dachte, das wäre keiner. So, die nächste Fritte. Wir werden immer kleiner, aber Fisch ist Fisch. Tada. 59. Confirmed? Das ist der gleiche Jahrgang, würde ich sagen. Und wieder rein mit ihm. Und ich habe es gerade noch gesagt, immer den Handschuh anziehen. Ich wollte den schnell losmachen, weil er doof im Kescher hing, ohne Handschuh. Einmal geschüttelt, zack. Habe ich doch Pike-Knuckles, die ich nicht haben wollte. Oder besser gesagt, Pike-Fingers. Nach langer Durststrecke der Doppelschlag für Savage Gear. Und tatsächlich scheint heute ausschließlich die Hecht-Gen Z auf Achse zu sein. Trotzdem freuen Andy und Tom sich zurecht, denn auch wenn einige der Größten ausbaufähig sind, holen sie sich die Führung zurück und haben im Gegensatz zu allen anderen Teams jetzt schon 6 Fische in der Wertung. Mal sehen, wie die nun engsten Verfolger mit der veränderten Lage umgehen. Andy hat 2 Hechte gefangen. Scheiße. Die hätten wir auch gebraucht. 59. 59 und 60. Wir brauchen auch 2 Hechte. Genau in der Größe wären sie top. Also von mir ja, aus. Ja, Fisch. Perfekt. Und wenn das jetzt der Hecht ist, dann ist das der perfekte Kontra. Es ist ein Hecht. Ich weiß nicht. Glaube ich. Ein guter, ja, ist ein guter. Sieht so aus wie ein Zander für mich. Nein, ist ein Hecht. Ist ein guter Hecht. Boah, Dennis. Sag ich doch.
Komm, komm, komm. Ist drin. Der Konter direkt, als wir es gesehen haben. Sauber. Jetzt haben wir unsere Hechte voll. Geil. Geil, geil, geil. Und der ist größer als 60, Andi. Top. Gut, dass du es darauf aufmerksam gemacht hast. Das hat mich bei dem Kurbeln von dem Bladed Jig noch mal mehr motiviert. Dass wir jetzt den Hecht brauchen. Dass wir jetzt den Hecht brauchen. Sau geil. Warte, ich hol meine Rute noch rein. Versuchst du den Fisch oder soll ich das machen? Ich hol die Rute rein und dann geht's los. Ist raus. Geht, oder? Ja? Ich hol schnell die Scale. Ich hoffe, dass wir beide Seiten brauchen. Der, kann man gerade, da, 75. Ja, der war jetzt echt wichtig. Jetzt haben wir die Hechte voll gemacht. Für uns. Für uns sehr wichtig. Für uns wirklich wichtig, weil das war wirklich, wie gesagt, bei dem ersten Hecht schon, das sind unsere Bauchschmerzfische gewesen. Gerade bei dem trüben Wetter, Wasser. Sind sie auch schwer zu kriegen und bei Gold, der Hitze auch. Der ist echt Gold wert. In der Größe auch noch. Echt wunderbar. Super, super, super. Perfekt. Ja, geht. So. Einmal abwaschen und dann sieht man auch die Blessuren. Aber es sind tatsächlich gerade immer bei den kleineren Fischen irgendwie, ne, die sich dann nochmal rumdrehen. Ein bisschen doof rumdrehen. Ja, ist nicht ganz dramatisch. Lassen wir mal trocknen und dann gucken wir mal. Top, Alter. So, jetzt ist es Freiangeln. Den Problemfisch abgehakt. Und ich will es auch echt nicht nochmal sagen, es nervt vielleicht schon, aber es war wieder der Original Kaishin. Den Trailer hat es leider Mitleidenschaft gezogen. Der ist weg. Ist weg. Aber auch da war der Trailer der Camper. In der Farbe Green Pumpkin. Also es ist eine sehr natürliche Farbe. Ich habe das tatsächlich auch ein bisschen dunkler gewählt, eben weil das Wasser relativ trüb ist. Wir haben den noch in Dark Red. Das ist auch eine Farbe, die wir gerne fischen. Cinnamon Blue Flake ist auch eine richtig coole Farbe. Und Motor Oil Brown darf natürlich auch nicht fehlen mit Gold Glitter drin. Top. Tip top. Tip top. Gut gekontert von Neuke. Auch wenn sie vorerst auf Platz 2 verbleiben, könnte Dennis recht behalten. Bei der bisherigen Frequenz ist es gut möglich, dass dieser 75er Hecht am Ende noch richtig wichtig wird. Apropos Frequenz. Bei Bullseye ist seit dem Morgen überhaupt nichts mehr passiert und auch die ungeliebte Schleppangelei bringt bisher nicht den gewünschten Erfolg. Puh, ja, also die Hechte und Zander und Barsche lassen uns heute alle im Stich. Aber allen voran der Zander. An unserer Stelle, wo wir morgen die zwei fangen wollten, waren wir jetzt noch mal Stunden ohne Kontakt. Und hier die Schlepperei hat jetzt auch nichts gebracht. Jetzt ist die Frage, ob wir die Power Hour noch nutzen wollen und minimal ein bisschen rumvertikalen. Richtig zuversichtlich bin ich da aber nicht, weil wir haben jetzt gesehen, die Fische reagieren einfach gar nicht. Ja, aber ich denke, es wird darauf rauslaufen. Je nachdem nutzen wir noch einen Teil von der Power Hour zum Vertikalen. Das wäre jetzt so aktuell der Plan, aber uns geht so ein bisschen die Zeit aus. Und ich hatte keine Vorstellung, dass es heute so schwierig werden könnte mit dem Zander, weil gestern bei jetzt gleichen, ähnlichen Bedingungen unterm Tag lief es an sich sehr gut. Aber es sind auch noch keine großen Hechte gekommen. Wir haben einfach nicht so Bock aktuell. We are back in the spot where I caught the pike this morning and we try to catch a pike, perch, zander because everything is open on our card. So we try to play for everything can beat on our bait. Ich bin mir sicher, dass da unten viele, viele Zander liegen, aber die irgendwie keinen Bock haben zu beißen. Und jetzt hoffen wir, dass wir eben jetzt am Nachmittag noch den einen oder anderen Fisch fangen können, um möglichst viele Fische, am besten gute Fische auf der Karte zu haben, dass wir morgen nicht ganz so hart ackern müssen. Aber mal schauen, ob noch schon was tut in der letzten Stunde. Ich bin guter Dinge. Ich hatte eben schon, glaube ich, den ersten Fischkontakt. Ich weiß nicht, ob es ein Biss war oder ich einfach nur einen Fisch berührt habe. Aber Fisch ist auf jeden Fall einiges hier an der Kante. Jetzt müssen sie nur noch zuschnappen.
Wir haben eigentlich noch ein paar Minuten zum Vertikalen und ich will es kurz probieren, den einfach den Köder vor der Schnauze runterzulassen und jetzt einfach hier kurz entlang. Aber ja, viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Hier ist nicht viel Fisch. Hier ist halt wirklich nicht viel Fisch. Komm. Beiß. Steht am Köder. Und geht runter. Nein! Ich flipp aus. Wir probieren noch ein bisschen den Zander abzugraden. Ich probiere es mit einem Wobbleshad in 4 Inch Green Pumpkin Chartreuse und du nimmst? Ich nehme den Smoking Swimmer in 4 Inch in meiner Lieblingsfarbe Wakasaki. Gerade auch für milchiges Wasser. Richtig schöne Farbe. Ja, wir stehen hier auf einer Fläche von ungefähr 6 Meter. Zur Fahrrinne geht es dann so runter auf 9 Meter. Und halt hier eine sehr harte Kante. Deswegen, also im Training hatten wir hier ein paar Zander. Ob wir jetzt den 60er wie erhofft fangen, ist die große Frage. So viel Zeit bleibt halt auch nicht mehr. Sehr geil. Ah, steckt voll im Kraut, scheiße. Raus da. Gut raus. Nicht viel besser, aber ein bisschen besser. Besser? Jupp. Drin gesetzt. Bingo. In the net. Geil. Das ist wieder Alter, sag ich doch. Ist schon ab. Ich werfe schnell weiter. Ich mal nur ein. Yes. Würde einer der Teilnehmer sagen. Sehr schön gezeichneter Hecht. Kein Riese, ich schätze mal so 64. Schnell auf die Matte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und er hat 63. Confirmed, 63. Ja. Dann machen wir die Drift jetzt bis zum Hafen doch durch, oder? Ja, mach das lieber. Nie aktiv sind wir, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Wir sind schon in der Schlussphase und da ist also der nächste Hecht für Savage Gear, der allerdings nur ein kleines Upgrade bedeutet. Wesentlich wichtiger wäre ein weiterer Fisch für Bullseye, aber langsam scheinen Markus und Robin mit ihrem Latein am Ende zu sein. No power anymore. So. Power ist vorbei. Power Hour ist vorbei. So ist das. Ja, hat leider nichts gebracht. So, entweder machen wir jetzt nochmal Spot-Topping, was komplett von unserer Strategie abweichen würde. Oder wir gehen Risiko, stellen uns nochmal flach. Oder wir halten an Vertrauten fest und versuchen das Plateau nochmal. Plateau nochmal, oder? Ich weiß nicht. Ich tendiere tatsächlich auch zu Plateau. Nochmal zum Plateau, weil im Flachwasser haben wir morgen, was für uns jetzt eigentlich immer die beste Zeit war, an den Stellen hatten wir ja überhaupt keinen Kontakt auf einer viel größeren Fläche, als wir überhaupt gestern oder jemals im Training angefischt haben. Und da gab es immer Kontakte. Dass die Zander generell nicht mögen, das haben wir jetzt sicher festgestellt. Ich denke, unsere Chancen, ja, wenn wir nur eine kleine Fressphase erwischen auf dem Plateau, dann haben wir sehr gute Chancen. Aber das ist halt immer so, ja, die Zeit wird halt langsam knapp. Ich glaube, wir gehen zum Plateau. Wir werden es noch mal kurz besprechen und dann sehen wir uns am nächsten Spot. Während sich Markus und Robin final besprechen, was sie mit der verbleibenden Zeit anfangen sollen, macht Gael kurz vor Schluss offenbar ernst.
Oh, yes. Yes, yes, yes. You feel hot? I feel very hot. On fire? On fire. Show me. I will show you. Catch a big pike for me. Der Freestyler ist zurück. Version 2, ganz neu, in 6 super stylischen Fotoprint-Dekoren. Damit wird absolut jede Bedingung abgedeckt. Freut euch auf den neuen Freestyler V2. Willst auch du unvergleichbare Emotionen beim Fangen erleben? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Vorbereitungskurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 Euro absahnen. Du angelst gerne vom Boot, vom Kajak oder vom Bellyboot, willst den YPC unterstützen und dabei in den Genuss eines richtig guten Produktes kommen? Dann besorg dir jetzt die offizielle YPC Boat Measurement. Seitliche Schaumstoffstangen halten den Fisch sicher und schonend auf der Plane und sorgen dafür, dass die Matte nicht untergeht, falls sie mal von Bord geht. Ein sehr robuster Acrylwinkel zum Anlegen auch kapitaler Fische, faltbar und mit Klettverschluss versehen, zum einfachen Verstauen. YPC Boat Rekordmaße. Diese Mat lässt wirklich keine Wünsche offen. Du findest die Mat online oder im Fachhandel, zum Beispiel bei unseren YPC Megastores. Viel Spaß damit und Petri heil! Ja, letzter Spot für heute. Eigentlich Zander-Barsch-Spot, so ein Plateau. Wohl wissend, dass ich hier gestern auf dem Barschköder den größten Hecht gefangen habe, den wir bisher gefangen haben, gehe ich nochmal all in, schmeiß nochmal die Roach. So, letzten Minuten laufen. Vielleicht haben wir nochmal den einen Schuss, den einen großen, der noch kurz vorher drauf geht. Vielleicht kriegen wir noch den Barsch. Wir probieren es noch. 5 Minuten haben wir, glaube ich, noch. Also, wir geben alles. Auf die letzten Würfe. Auf die letzten Würfe holen wir nochmal einen Zander raus, Robin. Los. Machen wir. Ab geht's. Die letzten Minuten laufen. Obwohl wirklich nicht viel darauf hindeutet, dass hier heute noch was passieren könnte, werfen die Angler nach wie vor unermüdlich. Bekommt noch jemand einen besseren Fisch? I feel, yeah, that's, yeah, I was jigging, so. On the jigger jig? Yeah. Oh. It's hard to be sure it's in the mouth, but I really feel, oh. Whoa. I really feel something good when it goes down. Okay. To come to see me. Yeah, at least we want to see it. Aufregend! Not in the mouth. I don't think so.
Too bad. But this is not small. Yeah, it's not small. But the headshake is small. If it's a headshake. Oh, whoa. That looks a big bike. Or a carb. Yeah, maybe it's a big bike. I've caught a few big bike here already. Doesn't look like. Have you seen it? No. No? No! Why don't you jump? Ah! It's got my foot fish. I don't want to give up. What that mess? Oh, boring me. Is it catfish? No. No. It's crazy. We don't have so much time, my friend. Yeah, I know this. Ah. I don't worry. And put more drag, but... No. I want to see the fish. I really want to see the fish. I remember Lure Masters was also thinking it's failed, but... It... Oh! No. Yeah. Whoa! On the digger jig, okay. My friend. It was a big fish. In the mouth. Okay. Okay. You get the scale ready? Yeah. Please. Fish. Okay. First, we need the plier. Jigger jig. Geheimwaffe. Nicht nur auf Barschen, sondern also auf a big bike. Okay. It's 110. Boah! Leute, 1,10 Meter. Gail sein Fisch. Ich präsentiere mal schnell, weil ich habe ihn gemessen. Deswegen, wir lassen ihn gleich wieder schwimmen. Wow! Good job, my friend! Und der Jigger Jig. Was ein Fisch, Mann. Wahnsinn. Okay, she's ready to go. Good job. Really? Good job. Was? Thank you, my friend. It was your fish, so you need to get some slime as well. It's normal. We need this. Yeah. 1,10 Meter Hecht. Marc, das ist frech. Das ist echt frech. Auf dem letzten Meter hier. Aber jetzt hat er auch zwei Hechte voll. Jetzt hat er zwei Hechte voll. Ja, da kann man einem natürlich nur gratulieren, ja. Das ist echt ein super Fisch. Ey. Super Fisch. Aber hier kurz vor der Angst ist schon frech. Das ist echt frech. Geil hat den gefangen. Stimmt, Geil war schon da. Ja, dickes Petri an. Geil. Dickes Petri. Aber das zeigt natürlich auch, dass bis zum Ende immer irgendwie alles möglich ist. Ne? Das ist immer das Schöne irgendwie daran. Geil, Hecht, 1,10. Dickes Petri, schöner Fisch, sehr schöner Fisch. Geil. Das ist mal ein Hecht, ja. Okay, außer die gibt's auch. Ja, hatten sie wohl noch mal Bock. Petri. So ein... Vermutlich nicht beim Zander-Jiggen gefangen. Hätte ich jetzt mal geschätzt. So einen würden wir auch noch nehmen. Ja. Ich bleib bei meinem Zander. Ja. Wenn wir noch einen massigen Zander kriegen heute, in den letzten, ich schätze, wir haben noch 5 Minuten, viel mehr wird es nicht mehr sein, dann werde ich definitiv besser schlafen heute Abend. Mhm. Die Konkurrenz bleibt sportlich, hätte sich aber sicherlich einen anderen Ausgang gewünscht. Für Team Ilex hingegen war es der perfekte Abschluss. Obwohl wirklich nicht mehr damit zu rechnen war, entschädigen sich Marc und Gael nach einem sehr mühseligen Angeltag in Form
dieses Traumfisches. Mit 110 Punkten in letzter Minute können die beiden den zweiten Tag nun trotz des fehlenden Zanders deutlich gelassener auf sich zukommen lassen. Bevor wir alle Teams ein abschließendes Resümee ziehen lassen, geben wir Gael noch kurz die Möglichkeit, seinen doch recht ungewöhnlichen Erfolgsköder vorzustellen. Let me introduce you to the Jigger Jig. As its name, it's a jig. You can cast it or you can jig it really under the boat. We really work on the shape to have an erratic action. When you tie and when you let it go alone, it goes side by side. And if you look here, it's a little bit flat here and in the tail. Here, if you have a look, here it's flat too. It's really the aim with the bucktail is really to get a side-to-side action, and when you let it go, it goes like this, and the bucktail is moving a little, just a little bit, but it increases the volume each time you tie. It's do like this each time you let it go. It's if you look here, the treble hook is really in the shape. So when you are fishing from the shore, you see the nose here. Go on the bottom, but it's really rare to get stuck with this bait. And we make really a big single hook at the tail for the biggest fish, because usually with the small jigging, you've got small hook, but we prefer to get a big hook for when you have a big fish to be sure to get it in the boat. So this is a Jigger Jig. Das war er, der letzte Wurf. Wir haben alles gegeben. Wir sind dran geblieben. Selbstverständlich. Da könnt ihr sicher sein. Auch wenn das vielleicht für euch ein bisschen anders aussah von der Ferne. Wir haben wirklich unsere erste Wahl an Stellen gefischt. Das waren Stellen, die uns absolut überzeugt haben im Training. Letztmals gestern. Hinterher hätte man jetzt sagen können, hätte man da länger fischen sollen und früher wechseln oder hin und her. Am Ende war es jetzt einfach nicht unser Tag, lief nicht. Jetzt muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, da gibt es keine Ausreden und ja. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber wir haben ja noch einen Tag. Wir haben einen Tag, der hat jetzt einfach ein bisschen ein straffes Programm. Möglich ist es auf jeden Fall, die Fische, die wir noch brauchen, zu fangen. Und ihr müsst uns jetzt halt die Daumen drücken, dass das klappt. Fiebert mit uns. Wir werden nochmal alles ins Training investieren, damit wir euch eine Full Card präsentieren am Schluss. Weil das ist unser Ziel. Drückt uns die Daumen. Bitte, bitte, bitte. Bis zur nächsten Folge. Euer Team Bullseye. Tschüss. Ciao, ciao. So. Ach, letzter Wurf. Wir stützen uns gegenseitig. Ja, es geht gerade noch. Was haben wir heute durchgehämmert? Brutale Hitze war es gewesen wieder. War einfach wieder Hitzeschlacht, wie die letzten Tage halt auch schon. Aber wir haben uns dann doch noch die Fische zusammengesucht. Das war echt cool. Und hier und da kam dann noch mal einer. Und ja, jetzt geht es halt weiter. Wir gucken, wo wir stehen. Und letztendlich ist es nächste Tag auch schon dran. Da schauen wir natürlich, dass wir auf jeden Fall unsere Barsche kriegen, weil ohne die geht es hier nicht weiter. Und, aber ich bin zuversichtlich, das schaffen wir. Die Barsche werden wir kriegen. Wir brauchen ja... Und für die Fullcard brauchen wir erstmal nur noch Barsche. Nur noch Barsche. Wenn das Wasser nicht so gut ist. Ganz genau. Also kann man sagen, wir sind zufrieden mit dem Tag? Jein. Also wenn man die anderen Teams begutachtet, die haben ja auch nicht gerade Fangorgien hingelegt. Wenn man unseren Tag Training gestern betrachtet, dann war es eine Sauerei. Aber Training ist halt Training. Training so ist es Training. Halt. Wettkampf zählt und ja. Heute tatsächlich keinen Fisch an einem Spot gefangen, wo wir vorher trainiert haben und die ganzen Fische gefangen haben. Wir haben uns immer mal wieder einen neuen Spot rausgesucht und die haben komischerweise dann geliefert. Zum Glück. Machen wir jetzt nur noch so. Genau. Aber wir müssen gucken. Morgen ist weiter Trainingstag für uns. Wir schauen, wo wir was finden. Und dann heißt es dann wieder, am nächsten Tag geht's los mit der nächsten Folge und wir versuchen, die Barsche zu finden. So ist es. Wir sind raus für heute. Team Savage Gear ist raus. Bis dann. Ab also, in die Dusche. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja. Wir sind, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Tag. Der Anfang war ein bisschen schleppend. Einen Fisch verloren, zwei Nachläufer gehabt. Aber dann ging es ja peu à peu los mit den Zandern. Dann kam der Barsch dazwischen und zum Schluss noch die Hechte. Ich denke, wir sind für den ersten Tag super zufrieden, dass wir die Hechte und die Zander voll haben und uns ja, voll auf den Fall. Barsch fokussieren können, was uns viel mehr liegt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also wir haben uns tatsächlich mit den Fischen, ne, also ich meine, die beiden Hechte, die waren echt so, die wir unbedingt wollten, die wir auch voll machen wollten, sage ich mal. Und das haben wir hinbekommen.
wir haben natürlich auch hart geackert, das ist schon so, ne? Echt viele Würfe gemacht. Die Fische der 2000 Würfe. Genau. Ich glaube, alles in allem können wir auf jeden Fall zufrieden sein für heute. Und ich glaube, das, was jetzt kommt, das wird halt einfacher vom Gefühl her. Und liegt uns auch besser. Ne? Die Barsche, irgendwie auf die haben wir es jetzt auch abgesehen dann den nächsten Tag. Und ja. Anyway, I hope you enjoy the episode. Yeah. See you in the next episode. See you next episode. Thanks to Gail, you got most of the fish today. So the next day will be my turn. It's your turn. No problem, my friend. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's, Leute. Ein taffer erster Tag in Zone Ost geht zu Ende. Die Teams haben bis zum Schluss alles reingelegt. Am bisherigen Verlauf sieht man aber, dass auch die besten Angler mit dem besten Gerät an den besten Gewässern und Spots häufig sehr hart für ihre Fische arbeiten müssen. Gleichzeitig wollen wir das Ergebnis nicht zu sehr schmälern. Schließlich wurden mit einem 47er Barsch, einem 76er Zander und einem 1,10 Meter Hecht alle drei Zielfische in sehr beachtlichen Größen gefangen. Nach dem ersten Tag gestaltet sich das Tableau wie folgt. Savage Gear führt die Gruppe mit 6 Wertungsfischen und 435,2 Punkten an. Dahinter folgt Neuke mit 387,9 Punkten. Christian und Dennis haben bereits angedeutet, dass ihre größten Stärken beim Barschangeln liegen. Gute Voraussetzungen, wenn man sich daran erinnert, wie viele schöne Exemplare die Teams aus Gruppe B an ihrem ersten Angeltag in den Gewässern der Zone B fangen konnten. Ein Barsch-Spezialist ist auch Mark Patschowski. Doch im Gegensatz zu den vorderen Teams braucht Ilex noch einen Zander in der dafür schwierigen Zone. Bullseye braucht noch alle drei Fischarten und somit einen absoluten Sahnetag in Zone West, um den Bock Richtung Halbfinale noch umzustoßen. Erst einmal geht es am Sonntag um 18 Uhr aber mit dem ersten Tag in Gruppe D weiter. Dort trifft der amtierende Vize-Champion Abo Garcia mit Freddy Harbord und Simon Thorenbeek auf die CWC-Veteranen Evert Ostdamm und Stefan Trumstedt sowie auf Hybrider mit Gregor Babiatz und Martin Sinkiewicz, der bei der letztjährigen Auflage für Finnwal auf Platz 4 landete. Komplettiert wird die Gruppe durch das Team Stroft mit Sebastian Bienapfel und Sascha Todenhausen, die nach einem gefeierten Auftritt im YPC Bass nun auch im YPC Boat für gute Unterhaltung und dicke Fische sorgen wollen. Freut euch also auf ein interessantes Matchup und unterstützt uns bis dahin doch durch ein Like, einen Kommentar oder durch Supportkäufe in unserem Shop. Vielen Dank und bis Sonntag.